Herzlich willkommen, liebe Freunde des Stifterverbandes. Das hier sind die kommenden Tage, ein Interviewbuch, das der Stifterverband vor einigen Monaten vorgelegt hat. Wir sind dabei, dieses Buch als innovative E-Book-Ausgabe vorzubereiten. Und was dieses E-Book so innovativ macht, das wollen Gerhard Schröder und ich euch in dieser Sneak Preview einmal zeigen. Da sind wir jetzt bei der Voransicht der kommenden Tage. Wir sehen hier schon mal die Titelseite und kommen dann in einen Bereich, wo wir erstmal erklären, wie man sich in der App eigentlich zu bewegen hat. Da kommt noch das Richtige hin. Ja, das ist ja auch gesagt eine Vorabansicht. Das Ganze wird ungefähr in dieser Art und Weise auch aufbereitet sein. Das hier ist das Inhaltsverzeichnis. Kommen wir aber erstmal in das erste Kapitel, das Einführungskapitel. Genau, und das heißt analog zur Printausgabe, niemand liest Vorworte. Daran glauben wir auch heute noch. Und wir nutzen dieses Auftaktkapitel, um den Leser und die Leserin mit den Gegebenheiten der App und mit den speziellen Icons, die wir da benutzen, ein wenig in Berührung zu bringen und zu erklären, was man hier eigentlich machen kann. Also wir haben uns eine ganze Reihe Symboliken überlegt, um die verschiedenen Funktionalitäten dieses E-Books zu erklären. Das heißt natürlich zum einen, wir haben die Möglichkeit, Videos online einzubinden. Will heißen, diese Videos befinden sich zum Beispiel auf YouTube und wir verlinken direkt aus dem E-Book heraus. Wir können aber auch Videos direkt im E-Book selbst einbinden, dass wir also gesehen die Datei des Videos in dem E-Book drin haben, dann muss man nicht nachträglich etwas nochmal herunterladen. Das gleiche gibt es auch für Audiodokumente. Wir haben ein sehr umfangreiches, sehr eigenes Glossar nochmal entwickelt. Das gibt es zum Beispiel auch nicht in der Printausgabe. Wir haben eine ganze Reihe Grafiken zusätzlich auch gerade in Vorbereitung und ein paar weitere Symbole, da kommen wir nachher nochmal zu. Und in den ganzen dunklen Flächen hier rundherum erzählen wir oder erklären wir, wie man die ganzen einzelnen Bereiche dieses E-Books nutzen kann. Also was ein Vision ist, wo man tippen muss und wie das eben alles so geht. Das Kapitel von Herrn Dück ist schon ungefähr so, wie wir uns das hinterher auch fürs E-Book vorstellen. Also jedes Kapitel, das hat man ja vorher schon einmal gesehen, beginnt mit einem großen Aufmacherbild und mit einer kleinen Einführung. Hier auf den nächsten Seiten sieht man mal, wie wir eine Grafik ins Buch eingebunden haben. Auch hier wird immer... Ist noch nicht das richtige Design, aber soll einfach mal zeigen. Genau. Also so, da oben wird man halt an dieser Stelle später dann eine Infografik sehen, die natürlich dann noch ein bisschen besser ausgearbeitet sein wird, als man sie jetzt sieht. Auch zwischendurch haben wir natürlich immer wieder mal Bildmaterial eingefügt. Und auf dieser Seite sieht man jetzt mal ein paar besondere Features des E-Books. Wenn man jetzt zum Beispiel mal oben links in dem hervorgehobenen Text auf das Wort Internet klickt, dann springt das Ganze sozusagen in die Glossaransicht. Also hier ist der Text, hier ist der Begriff nochmal besonders erklärt. Das ist einer der Glossartexte, die wir gerade schon erwähnt haben. Die Glossarbeiträge sind untereinander auch nochmal vernetzt. Will heißen, während in der Printausgabe, also in dem klassischen Buch, es eine normale Kapitelstruktur gab mit Oberthemen wie Finanzwelt und digitale Welt und so weiter, gibt es hier viele einzelne Stichworte, die jeweils eine ganz neue Rubrizierung des gesamten Inhalts erlauben. Ein Beispiel, wenn ich von Web 2.0 auf den Beitrag Internet der Dinge gelange, sehe ich hier wiederum auch neue Kapitel, die zu diesem Themenbereich wiederum erreichbar sind. Das heißt, ich kann jetzt in Zukunft navigieren, einmal klassisch wie in einem Buch von vorne nach hinten. Ich kann aber auch über das Glossar einmal navigieren durch verschiedene Themenbereiche und kann von den Themenbereichen aus jeweils auch dann weiter gelangen zu verschiedenen Kapiteln. Zum Beispiel jetzt hier vom Internet der Dinge aus kann ich auch gelangen zu dem Beitrag Industrie 4.0 vom Herrn Kagermann. Am Ende der Interviews findet man jeweils Informationen zu den Interviewten. Wir haben hier alles das zusammengetragen, was es zu der Person gibt. Zu Günter Dück gibt es in diesem Fall natürlich sehr viel.
er ist ja auf Twitter sehr aktiv, deshalb findet man hier natürlich einen Link zu seinem Twitter-Stream. Die Filme, die es über ihn gibt, bei YouTube eingebunden, auch dort findet man direkt aus der App hin. Wir haben weitere Links zu seiner Person zusammengetragen, wie man links in dem kleinen Kasten sieht. Man findet auf der nächsten Seite ausgewählte Videos von ihm, die wir nochmal kurz beschreiben und die man sich dann natürlich auch direkt dann ansehen kann. Und auf einer weiteren Seite, Günter Dück ist ja auch ein Vielschreiber, findet man dann natürlich nochmal seine neuesten Bücher und natürlich auch Links zu Online-Shops, wo man diese Bücher direkt bestellen kann. Man kann natürlich direkt auf dem iPad auch einen Text markieren. Und einen solchen markierten Text kann ich dann noch einmal antippen. Dann geht extra ein Menü auf. Da kann ich eine Markierungsfarbe auswählen. Das kennt man ja auch so von Textmarkern. Und wenn ich hier hinten auf das kleine Symbol gehe und dann auf das Wort bereitstellen gehe, steht die Möglichkeit, diesen markierten Text zu übertragen. Einmal in eine Nachricht von iPad zu iPad, in eine E-Mail. Oder ich kann das Ganze weitergeben an Twitter oder Facebook. Oder ganz klassisch natürlich auch kopieren. Sieht dann so aus, wenn ich auf Twitter gehe, geht hier direkt ein Fenster auf, da ist der markierte Text, sofern er entsprechend nicht zu lang ist, schon direkt eingefügt. Dann muss ich eigentlich nur noch auf das Stichwort Posten gehen. Voraussetzung, ich habe natürlich schon meine Twitter-Daten hinterlegt und diese Information befindet sich direkt auf Twitter. Wir haben uns noch eine eigene Variante überlegt, wie man Informationen aus unserem E-Book in Zukunft herausgeben kann. Und zwar gibt es spezielle Zitate in größerer Schrift. Und diese Zitate werden mit einem speziellen Symbol hier vorne versehen. Und ich zeige jetzt mal in der Demo-Ansicht, wie das Ganze funktioniert. Ablauf ist folgendermaßen. Ich tippe auf dieses Symbol, dann geht eine neue Funktionalität des E-Books auf. In dieser Funktion kann ich jetzt für mich selbst entscheiden, möchte ich genau diesen Text, der dort auch schon in großer Schrift stand, weitergeben an Twitter oder Facebook? Oder möchte ich dazu entsprechend einen Kommentar verfassen in unserem speziellen Blog zu dem E-Book die kommenden Tage. Was wir außerdem noch gerade am Vorbereiten sind, ist die Funktionalität, alle entsprechenden Tweets, die mit einem speziellen Hashtag versehen sind, auf einer Sammelseite über das E-Book direkt auch erreichbar zu machen. Soweit der erste Einblick in unser E-Book-Projekt. Weitere Informationen gibt es auf unserem Projektblog.